An den Schlümpfen kam man als Kind damals einfach nicht vorbei und heute ist das wahrscheinlich auch nicht anders. Auf dem Gameboy gab es so einige Umsetzungen der blauen Pilzbewohner. Wie schlägt sich der erste Teil? Wird es der großen Lizenz gerecht? Was taugt die Schlümpfe für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von den Bitmanagers entwickelt und von Infogrames bei uns 1994 veröffentlicht. Neben den Gameboy-Versionen erschien der Titel auch für alle gängigen Sega- und Nintendo-Konsolen der Zeit. Es gibt noch zwei weitere Schlumpftitel für den Gameboy, die jedoch im Gegensatz zu diesem Teil nur in Europa erschienen sind. Die Story ist natürlich wie bei Plattformern üblich simpel. Der böse Gargamel will mal wieder alle Schlümpfe entführen und das müsst ihr natürlich verhindern. Hefty macht sie auf den Weg, um die schon gefangenen Schlümpfe zu befreien. Im Kern ist das Spiel ein solider Plattformer. Ihr steuert den Schlumpf wie gewohnt von links nach rechts und müsst Hindernisse und Gegner überwinden. Euer Bewegungsrepertoire bewegt sich dabei im gewohnten Rahmen. Ihr könnt springen und Gegner erledigt ihr mit einem Sprung auf den Kopf. Außerdem gibt es natürlich an allen Ecken und Enden auch diverses einzusammeln. Gelegentlich erwarten euch natürlich auch Bossgegner, die alle ihre ganz eigene Taktik benötigen. Um das Spielgeschehen etwas aufzulockern, spielen sich manche Level jedoch angenehm anders. So seid ihr zum Beispiel auf einem Fluss auf einem Baumstamm unterwegs und müsst dort hungrigen Fischen und anderen Hindernissen ausweichen. Aber auch die üblichen Lorenfahrten sind natürlich vorhanden. Insgesamt erwarten euch 12 Level, die euch durch verschiedene Umgebungen führen. Ihr startet in den Wäldern, müsst eine Flusslandschaft durchqueren, bis ihr schlussendlich in Gargamels Haus landet. Klingt natürlich alles eher langweilig und wenig spektakulär, jedoch reißt die Umsetzung so einiges heraus. Die Steuerung ist sehr gut und knackig geraten, das allgemeine Level-Design passt einfach. Das Spielgefühl kann mit besser gut gekaut als schlecht neu erfunden zusammengefasst werden. Glücklicherweise müsst ihr das Spiel nicht in einem Stück durchspielen, da es ein Passwortsystem gibt. Ihr bekommt zwar nicht nach jedem Level eines, aber das ist immerhin besser als nichts. Außerdem könnt ihr den Schwierigkeitsgrad in 3 Stufen euren Geschmack anpassen. Die Grafik sieht wunderbar aus. Die Sprites sind schön gezeichnet und auch die Hintergründe sind sehr stimmig und passen perfekt in die Welt der kleinen blauen Wesen hinein. Auch die Animationen sind sehr gut geraten. Der Sound hat diesen ganz eigenen Infogrames-Stil und das heißt nichts Schlechtes. Die Musik ist super passend und untermalt das Spielgeschehen perfekt. Was taugt die Schlümpfe für den Gameboy also heute noch? Ihr wollt einen soliden Plattformer zocken? Dann könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Die Technik ist spitze geraten und das Gameplay ist gut geworden. Erwartet hier nur keine neuen Twists oder ähnliches. Das Spiel finde ich auf jeden Fall besser als die Super Nintendo Version. Das war der Test zu die Schlümpfe für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.